Es bleibt heiß, schwül, ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Nächste Woche sollen die Temperaturen generell auf bis zu 36 Grad steigen. Während die einen stöhnen und Abkühlung suchen, freuen sich die Eisverkäufer. Durch die extreme Hitze der letzten Wochen und Monate ist der Umsatz zweistellig gestiegen. Sowohl bei den klassischen Eissalons als auch bei Eis am Stiel, berichtet Sabine Zink. Heiß auf Eis. Die Sommerhitze beherrscht Tag und Nacht. In der Diskothek Nachtschicht bei der Shopping City Süd wird deshalb gratis Eis ausgegeben. Ein Gag, der offenbar gut ankommt. Es ist eine lauernde Abkühlung. Angenehm. Es ist gut, wenn wir jetzt Eis und Eis. Szenenwechsel in die Stille der Oststeiermark. Rupert Tötling, Eissalonbesitzer und Alois Fahrenleitner vom Kronegerhof auf dem Weg in den Pfirsichgarten. Der ist reif. Dann kann man. Der passt genau. Der ist auch reif da. Rupert Tötling, Seniorchef des gleichnamigen Eissalons in Kapfenberg, ist ein heikler Kunde. Seit Jahren kauft er die Früchte für sein Pfirsicheis bei Alois Fahrenleitner in Stubenberg am See. Der Hagel hat dem Pfirsichen heuer nicht gut getan, deshalb muss genau ausgewählt werden. Was ist denn das Besondere an Ihren Pfirsichen? Ja, wir lassen es am Baum ziemlich reif werden. Dadurch haben sie einen viel besseren Geschmack. Der liegt am Südhang und da ist das Aroma. Das ist unerreicht sonst. Hunderte Kilometer fährt Rupert Tötling, um die seiner Meinung nach besten Früchte für sein Eis zu erstehen. 30 Tonnen braucht er pro Saison. Für seine Präzision, manche nennen es Pedanterie, ist Tötling Senior bekannt. Dafür kommt sein Eis ohne jegliche künstliche Aroma oder Farbstoffe aus. Der Sohn macht es dem Vater gleich. Gutes Eis ist auch für ihn. Ja, wenn die Konsistenz und die Zusammenstellung passt, wenn die frische Früchte verwendet werden und wenn man mit viel Liebe und Freude das bereitet, dann kommt da was Gescheites raus. Trotz seines ungünstigen Standortes außerhalb von Kapfenberg ist der Eissalon Tötling meist zum Bersten voll. Die Kundschaft kommt aus Graz, Wien und von noch weiter her. Wir essen auch im Winter das Tötling-Eis. Ich habe da schon die Bestellung aufgeschrieben. Amarena Kirsch, Tiramisu, Amaretto, Marille, Himbeer und vielleicht fällt uns noch was ein. Ein gutes Drittel der heimischen Salons ist in italienischer Hand und so stammt auch der Obmann der österreichischen Eissalons, Renato De Pellegrin, erraten, aus Italien. Italienisches Eis hat in Österreich Tradition. Schon zu Kaiserszeiten durften die Italiener per Dekret Gefrorenes herstellen. Die Konditoren haben früher schon mal Eis gemacht, nur war es nicht zugänglich für die breite Masse. Aber die damaligen italienischen Eiserzeuger haben es dem Volke möglich gemacht, Eis zu kaufen und es zu konsumieren. 7,3 Liter Eis pro Kopf und Zunge schlecken die Österreicher im Schnitt pro Jahr. Doch heuer dürften alle Rekorde gebrochen werden. Seit Monaten floriert das Geschäft mit der süßen Kälte. Und das, obwohl Trendforscher dem Eis in den vergangenen Jahren vor allem bei der Zielgruppe der Jugendlichen schwere Zeiten vorausgesagt haben. Also in der Tat ist es so, dass es immer mehr Produkte gibt, die dem Eis Konkurrenz machen. Das sind auf der einen Seite die alkoholfreien Getränke, die es in verschiedensten Varianten gibt, immer neue Varianten, die für den Konsumenten sehr interessant sind und dieser Markt wächst. Auf der anderen Seite Milchmixgetränke, Trinkjoghurt, Molkegetränke etc., Milchdrinks, die ebenfalls ein sehr rasantes Wachstum haben. Nur natürlich bei so einem Wetter wie heuer ist das alles im Grunde genommen egal, da wächst auch das Eis ganz saftig und wie gesagt, heuer haben wir ein Plus von 10%. Der steigende Umsatz erstreckt sich über den gesamten Eismarkt. Auch beim Industrieeis klingeln die Kassen. Das Plus bei Marktführer Eskimo betrug alleine im Monat Juni 15%. Die aufwendige Werbekampagne für Magnum 7 Sünden trug wohl dazu bei. Doch das Wetter war viel heißer und umsatzträchtiger als die sündige Kampagne. Denn auch diesen Sommer dominieren die altbekannten Wassereissorten den Markt. Es ist die ewige Hitliste, wobei man niemals weiß, wer die Nase vorn hat. Es duellieren sich Jolly und Twinny um die Nummer 1. Im Moment hat heuer Jolly die Nase vorn, voriges Jahr war es Twinny. Im Juli hat wieder Twinny die Nase vorn, aber das sind die absoluten Topseller in Österreich.
Eiskontrolle beim Wiener Traditionshaus Tichy. Eine Chemikerin prüft die verschiedenen Sorten auf Keime. Die Erzeugung von Eis muss mit großer Sorgfalt erfolgen und permanent überwacht werden. Der Eissalon Tichy hat zu diesem Zweck ein eigenes Labor. Eis ist besonders sensibel, weil es speziell mit Milchprodukten und mit Naturprodukten, aus Naturprodukten gemacht wird. Und diese besonders im Sommer, wenn es draußen sehr heiß ist, leicht verderben. 17.000 Eismarillenknödel pro Woche, 3.000 Liter Eis für 10.000 Kunden pro Tag. Das sind die Rekorddaten des heurigen Eissommers beim Tichy. Bei so viel Nachfrage stößt auch ein großer Eissalon wie das Haus am Wiener Räumenplatz an seine Grenzen. An und für sich haben wir natürlich jetzt einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, mehr als voll kann man nicht sein. Das heißt, die Umsätze halten sich in etwa die Waage. Man könnte nur vergrößern. Wie gesagt, es ist dann natürlich ein Risiko, wenn man mehr Personal aufnehmen muss. Und wenn dann ein schlechtes Wetter ist, stehen die Leute alle. Und je größer ein Betrieb wird, desto unflexibler wird er dann natürlich. Flexibel ist Emilio Fontanive. Seit nunmehr 18 Jahren schiebt er jeden Tag sein Eiswagerl von der Himmelpfortgasse in die belebte Wiener Kärntnerstraße. Mit dem Eis auf Rädern hat auch er in diesem Sommer schon schöne Erfolge eingefahren. Hoffentlich, wenn schönes Wetter bleibt, ist die Sehnste von was gibt. Die Zeit geht schneller und ist mehr, also ein bisschen mehr Arbeit und besser ist es. Sie wünschen sich, dass der Sommer noch lange hält? Ich schon. Hoffentlich.